Hi Freunde, hier ist wieder euer Patrick von Auswanderung Sie Ungarn und heute soll es darum gehen, dass der Staatssekretär von Ungarn glaubt, dass es einen Streit in der EU geben wird, wenn Ungarn den Vorsitz zur Ratspräsidentschaft hat. Alles dazu, wie immer, nach dem Intro. Ja Freunde, der Staatssekretär von Ungarn meinte auch, dass es in Brüssel einen politischen Aufschrei gibt, da der jetzige Präsident des Europäischen Rates, Michel, ja als Abgeordneter kandidiert. Und der ungarische Premierminister Viktor Orbán nun mal der Erfahrenste ist. Und da Ungarn zu der Zeit ausgerechnet die Ratspräsidentschaft führt, Orbán auch den Platz von Michel einnehmen kann, falls es keinen anderen Nachfolger gibt. Und er denkt, dass die Linken Angst haben, da Brüssel ja momentan schlecht dasteht und so die Rechten bei der Europawahl in ganz Europa gewinnen könnten. Und das wäre ein herber Verlust und ein Schlag ins Gesicht für die Linken. Das ist natürlich ganz klar. Der Staatssekretär meinte, dass die Menschen Brüssel ein klares Zeichen geben wollen, dass sie die Fehler ablehnen, welche die übermäßige Macht und Bürokratie in den letzten Jahren zu verantworten haben. Und es ist klar, dass die Linken Angst haben, da ausgerechnet Ungarn zu der Zeit dann auch noch den Vorsitz der Ratspräsidentschaft einnimmt. Der Staatssekretär betonte auch, dass die anti-ungarische Abgeordnete Delbos Corfield möchte, dass die ungarische Präsidentschaft als unnormal angesehen wird und dass man den Rechtsstreit mit Ungarn weiterführen soll. Es ist unerhört, was die sich herausnimmt, aber sie ist nicht alleine. Auch die finnische Europaabgeordnete Sava Ma will, dass man Ungarn das Wahlrecht einfach wegnimmt für die Europawahl. Es ist unerhört, was die sich ja alle rausnehmen. Jeder kommt jetzt aus seinen Löchern und schießt in Richtung ungarischer Seite und gegen Viktor Orbán. Und das ist für mich natürlich das Letzte, was hier abgezogen wird. Aber das sieht man natürlich, die extreme Angst. Das ist natürlich ganz klar. Anders kann man das hier überhaupt gar nicht werten. Der Staatssekretär sagte dazu Folgendes: Es ist empörend, dass einige Politiker das neue Jahr im Einklang mit den Erwartungen der globalistischen Elite mit Angriffen auf Ungarn beginnen. Er betonte, dass die Ratspräsidentschaft super sein wird, da man vorbereitet ist und dass man alle Fragen überprüfen werde und ob man mit den Antworten Probleme lösen kann. Und die Interessen der ungarischen und der EU-Bürger, die in Ungarn sind und natürlich in allen anderen Mitgliedstaaten der EU bewahrt werden. Man tut auch die ungarische Position in Brüssel weiterhin natürlich klar aufrechterhalten. Da gibt es kein Wenn und Aber und das ist auch richtig so, dass man sich dort nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Ungarn möchte, dass die Europäische Union zusammenhält und man auch ordentlich zusammenarbeitet und nicht, wie es jetzt momentan ist, dass man gegeneinander sich aufhetzt im Endeffekt, gegeneinander arbeitet. Das ist kein Ziel und das bringt auch keinen Mitgliedstaat was, egal welchen, höchstens den Bürokraten bringt das was. Der Staatssekretär ist der festen Überzeugung, dass es einen Streit geben wird, da Ungarn sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt und sich auch nicht unterordnen lässt durch irgendwelche Anweisungen. Und so sollte es auch sein, jeder sollte selber seine Meinung vertreten. Ganz einfach und nicht anders. Auch ist man nicht einverstanden, dass man nicht auf die Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten eingeht. Er meinte dazu, Europa ist auf einer Kultur des Dialogs aufgebaut. Wir glauben an eine Zusammenarbeit, die auf Respekt und Kompromiss beruht und betonte, dass der ungarische Ratsvorsitz natürlich ordentlich geführt wird.
Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das ist normal für sie. Ungarns Ziel ist es, dass Europa wieder stark gemacht wird und dass man auch wieder beim Wettbewerb anerkannt wird in der ganzen Welt. Weil jetzt momentan lacht immer mehr von der ganzen Welt Europa nur noch aus. Natürlich geht das nur, wenn alle Mitgliedstaaten endlich ordentlich zusammenarbeiten. Ja, Freunde, genauso ist es. Man kann Europa nur wieder ordentlich und groß machen, wenn alle Mitgliedstaaten endlich mal zusammenarbeiten, ihre einzelnen Interessen vertreten und nicht gegenseitig sich, ja, bekriegen im Endeffekt oder sagen, die Meinung gefällt mir nicht. Man muss erstmal auf seine einzelnen Interessen schauen, auf seine nationalen Interessen. Das darf man natürlich gar nicht vergessen. Das ist die Nummer eins. Und danach muss man schauen, dass man zusammenkommt. Und das geht natürlich nur, wenn man miteinander redet und miteinander einen Kompromiss eingeht und so die gemeinsamen Ziele, ja, erreicht. Was anderes kann man nicht sagen dazu. Nur so kann man wieder ein starkes Europa finden. Anders geht es natürlich nicht. Und das müssen einige jetzt endlich mal begreifen und nicht mehr das machen, was irgendwelche Bürokraten in Brüssel sagen, weil sie arbeiten nicht für die normale Bevölkerung, sie arbeiten nur für ihre eigenen Taschen. Und das müssen jetzt alle Mitgliedstaaten endlich begreifen und jetzt endlich mal zusammenarbeiten. Und das kann bei den Europawahlen natürlich jetzt passieren, dass sich dort viel ändert und dann natürlich mit der EU-Ratspräsidentschaft, die Ungarn dann noch hat, dass dann die sozusagen Rechten nach vorne kommen und dann endlich wieder zusammenarbeiten und ein ordentliches Europa wieder entstehen lassen. Ja, Freunde, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, wie ihr die Sache seht, was ihr dazu sagt. Und ansonsten folgt mir noch auf Gettern auf Telegram, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen, teilt meine Videos und meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Auswanderungs-Sie-Ungarn-Video. Macht's gut, ciao, ciao.